Bei der Kabinettssitzung in Schwerin am Dienstag stand wieder das Thema Corona im Vordergrund. Neben dem aktuellen Infektionsgeschehen und der Planungssicherheit beim Impfen stand auch der Haushaltsabschluss für das Jahr 2020 auf der Agenda. Wir hatten in den letzten 7 Tagen 1.441 Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern. Das entspricht einer Inzidenz von 89,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am aussagekräftigsten ist immer ein Vergleich zu den Zahlen exakt eine Woche zuvor. In der Woche zuvor hatten wir 1.647 Fälle und das entspricht einer Inzidenz von 107,4. Das zeigt also, die Inzidenzzahlen, die Infektionszahlen gehen runter. Gleichzeitig appellierte Schwesig an die Menschen im Land, weiter vorsichtig zu sein, auch aufgrund der auftretenden Mutationen. Neuigkeiten gab es im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Masken. Ich will aber ganz deutlich sagen, wir wollen den Menschen nicht nur etwas abverlangen, sondern wir wollen auch die Bürgerinnen und Bürger besser unterstützen. Und gerade mit Blick auf die Mutation besteht die besondere Gefahr, dass wir uns alle viel schneller anstecken können. Deswegen haben wir auch eine medizinische Maskenpflicht eingeführt, wo es eng ist, zum Beispiel in der Straßenbahn, also im ÖPNV, aber auch beim Einkaufen. Und wir wollen die Bürgerinnen und Bürger stärker mit Masken unterstützen. Wir werden pro Haushalt ein Paket mit 6 FFP2-Masken verteilen. Die Verteilaktion über die Haushalte, über die Briefkästen geht sehr schnell. Es wäre viel schwieriger, jeden Einzelnen jetzt anzuschreiben. Deswegen erhält jeder Haushalt, jeder Briefkasten zukünftig 6 FFP2-Masken. Und wir wollen, das sind insgesamt 5,2 Millionen Masken, die wir verteilen. Diese Aktion startet laut Schwesig nächsten Dienstag. Weiteres Thema der Sitzung war die Impfsituation. Ich will jetzt auf AstraZeneca eingehen. Da gab es ja, das ist ja der nächste Impfstoff, der zugelassen worden ist für Bürger unter 65 Jahren. Da wird Mecklenburg-Vorpommern. Und ich will noch mal betonen, dieser Impfstoff ist nicht zweitrangig, sondern er ist genauso wirkungsvoll wie andere Impfstoffe. Und er ist vergleichbar mit der Wirkung von Grippeschutzimpfungen. Also er hat seine Wirkung und er hat auch einen Vorteil. Er kann nach 9 bis 12 Wochen nachgeimpft werden, während das bei BioNTech zum Beispiel 21 bis 42 Tage sind. Insgesamt bekommt Mecklenburg-Vorpommern bis zum 17. Februar 28.800 Dosen. Das heißt, am 7. Februar 12.000 und am 17. Februar 16.600. Auch die Rekordneuverschuldung kam in der Sitzung zur Sprache, mit der die Folgen der Corona-Pandemie abgefedert werden sollen. Diese hatte der Landtag im Dezember beschlossen. Sie beläuft sich auf 2,85 Milliarden Euro. Kurze, knappe Botschaft. Es kommt weniger schlimm, als wir erwartet haben. Aber es ist natürlich so, dass Corona nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern auch den Haushalt fest im Griff hat. Und die gute Nachricht ist, dass wir mit dem Jahresüberschuss in 2020 insgesamt ein Minus von minus 240 Millionen Euro haben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir die Steuermindereinnahmen, die ja ganz wichtig sind für den Haushalt in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir einen weniger starken Rückgang haben als zunächst vermutet. Und das bedeutet für einen Finanzminister, dass wir uns schon sehr warm anziehen müssen, gemeinsam mit den Ressortkollegen, was die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022-2023 angeht. Denn das wird eine ganz große Herausforderung, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt am Ende des Jahres dann tatsächlich auch vorlegen können. Trotzdem hatte das Land laut Mayer im vergangenen Jahr, auch während der Pandemie, die höchsten Investitionsausgaben seit 2004. Seine Botschaft: Insgesamt ist Mecklenburg-Vorpommern im Jahre 2020 noch mit dem blauen Auge davongekommen. Die wirklichen Herausforderungen warten 2021 und danach mit den zukünftigen Haushalten.